Hallo meine Juicies, welcome back, wenn es heißt wieder Juicy Time, Time for Juicy. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein herzliches Hallo an den neuen Abonnenten und auch ein herzliches Hallo für die alten Abonnenten und für die, die immer zuschauen natürlich, genauso. Ja, meine Lieben, wir haben hier heute einige Produkte von den letzten Shopping Hauls, die reviewed werden wollen. Wir haben sehr interessante Produkte dabei, Foundation, wir haben Pinsel, wir haben Sponge und wir haben Lip Liner, Eyeliner, Kajal Eyeliner, wir haben Eyeshadow Base, wir haben Color Corrector, wir haben Lippenstift, Lipgloss und wir haben eine Mascara. Diese Mascara soll einer Chanel-Mascara sehr ähneln. Ja, ich würde sagen, wir starten auch gleich mit dem Video. Ja, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir reviewen heute einige Produkte und zwar nichts Geringeres als die Morphe Foundation, die neue. Das ist die Morphe Light From Extended Hydration Foundation. In der Farbe Light 06C. Dazu haben wir den passenden Pinsel und den passenden Sponge. Ja, und alle anderen Produkte seht ihr im Laufe dieses Videos. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit der Foundation, denn ich habe schon meine Base drauf. Ich habe schon Primer drauf und würde sagen, wir legen los. Ja, bevor wir zur Foundation kommen, komme ich zu diesem Produkt hier. Das ist der neue Color Corrector von NYX. Der Pro Fix Stick. Und das ist so ein peachy Unterton. Kommt so daher, habe ich euch schon geswatcht. Das ist das Produkt. Mehr ist nicht drin. Kostet um die 10 Euro. Ja, und den gebe ich mir unter die Foundation, halt eben um die dunkleren Augenringe hier abzudecken. Und ich würde sagen, ich gebe mir das mal hier so auf den Finger und hole euch aber vorher ganz nah ran, damit ihr auch ganz nah am Geschehen seid. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich von einem anderen Blickwinkel. So, meine Lieben, ihr seid jetzt ganz nah dran. Ich gebe mir jetzt mal das Produkt hier auf der Stelle auf, wo ich dunklere Augenränder habe. Denn ich bin chronisch immer übermüdet. So, und hier habt ihr den direkten Vergleich. Ohne, mit. Ich trage das jetzt hier so ein bisschen mit dem Finger auf, weil wie gesagt, wir tragen ja noch Foundation auf und Concealer. Ja, was soll ich zu dem Produkt sagen? Ich habe den schon mal bereits ausprobiert. Und ich muss sagen, natürlich gibt es bessere Color Correctors. Aber wer nichts anderes zur Hand hat, kann da natürlich gerne zugreifen. Also das sollte ein Color Corrector sein und gleichzeitig auch ein Concealer. Das sehe ich nicht. Da ich den schon mal probiert habe im Vorfeld, muss ich sagen, hat mir das Finish gefallen. Denn es schien so durch die Foundation durch. Ja. Für den Sommer vielleicht ganz gut, wenn man nicht so viel Foundation tragen will und hier ein bisschen correcten möchte, kann man das hier ganz gut machen. Wie gesagt, das ist das Ergebnis und das ist halt eben mit dem Color Corrector. Und das hier natürlich ohne. So, dann gebe ich mir hier auch noch mal ein bisschen drauf.
Ich mache das hier mit dem Finger. So, ja, für die Augenringe finde ich es gar nicht mal so schlecht. Finde ich, habe da auch den Ton bei mir sehr gut getroffen. Dieses Peach ist es halt so ein eher gelbliches, beiges Peach. Matcht, finde ich, ganz gut mit meinem Hautton. Finde ich jetzt ganz okay. Wie gesagt, wenn man jetzt keine Foundation tragen will, großartig, finde ich das schon mal ganz gut. Ja. Aber auf jeden Fall gibt es wesentlich bessere Color Correctors. Wahrscheinlich eher vom High-End-Bereich. Wenn man nichts anderes zu Hand hat, kann man das hier ruhig machen. Also ist empfehlenswert. Ich finde, es sieht jetzt ganz frisch aus. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu der Foundation endlich. Von Morphe. Auf die bin ich ganz gespannt und meine Erwartungen sind hier auch sehr hoch. So, das kommt jetzt hier in so einem Glasflakon an mit diesem großen N, würde ich sagen. I don't know. Ja, kommt mit so einem Punktkopf. Ich gebe mir das mal hier auf den Arm. Auf den Arm, auf den Handrücken natürlich. Und wie ihr seht, das ist eine eher flüssigere Foundation. Dazu benutzen wir jetzt diesen Pinsel, der dazugehört zur Foundation. Das ist der Light From M101 Pinsel von Morphe. Und der ist halt zweiseitig. Einmal hier für das Großflächige und einmal hier für die kleinen Flächen. Für hier ans Auge, hier am Nasenflügel. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem Ganzen. Wirkt sehr, sehr hell. Ich würde sagen, das hat eine mittlere bis starke Deckkraft, fühlt sich aber dennoch sehr leicht auf der Haut an, vom Tragegefühl. Ich finde den Pinsel sehr, sehr gut. Man merkt, er ist sehr gut konzipiert zu dieser Foundation. Also es macht schon jetzt ein sehr ebenmäßiges Bild. Den Pinsel gab es dazu gratis, gab es so eine Aktion von Morphe. Also ich brauche hier ein bisschen mehr Produkt. Können auch mal eine kleine Stelle nehmen, um zu schauen, ob die Foundation oxidieren wird. Ja, man kann hier ganz gut sehen, hier dunkelt es etwas nach. Hier habe ich es jetzt frischer aufgetragen, also minimal oxidiert die Foundation. Ja, also die oxidiert ein bisschen nach. Und mit dem Rest von dem Produkt gehe ich jetzt mehr ins bewegliche Teil des Gesichts.
Dafür, dass sie sehr flüssig ist, muss ich sagen, hat sie wirklich eine super Deckkraft. Ja, vom Farbton her finde ich es ganz schön sandy, so sandig. Nicht so wirklich mein Farbton. Ich wurde auch vom letzten Video angesprochen, weil ich gesagt habe bei der Dior Forever Glow Foundation, dass ich sie zu hell finde, obwohl sie doch gut zu meinen Ohren und zu meinen Händen passen würde. Ja, wie gesagt, ich bin hier sehr, sehr gut bestrahlt, damit ihr im Video keine Schatten auf meinem Gesicht seht. Hier brennen zwei Ringlichter, ein großes Softbox. Und das kann schon mal sein, dass es dann halt durch dieses Licht bei mir hier sehr hell wirkt. Im Nachhinein muss ich sagen, fand ich sie gar nicht so hell, sondern eher zu gelbstichig. War aber insgesamt wirklich eine sehr, sehr gute Foundation von Dior. Würde ich mir die holen? Eher nein, weil ich da andere Favoriten habe, die mir besser gefallen, wie zum Beispiel Charlotte Tilbury oder eben die Armani Luminoso Silk Foundation. Und ja, die passen für mich jetzt besser, aber die Dior Foundation ist auf jeden Fall schon eine sehr gute Foundation, kann man sagen. Ja, die Foundation finde ich jetzt leider auch zu gelbstichig. Gefällt mir jetzt nicht so vom Ton her. Lässt mich auch zu hell wirken. Mir steht es, wenn ich einfach ein bisschen dunkler geschminkt bin. Das steht mir einfach besser als dieses grelle Helle. So hat jeder das, was er für richtig hält. Auch wenn es jetzt ja, also wirklich passend ist der Farbton nicht. Es ist sehr, sehr gelbstichig. Kann ich jetzt nicht behaupten. Aber sie macht ein wunderschönes Finish. Hat einen ganz leichten Glow. Ist mir aber insgesamt zu gelbstichig. Da habe ich leider ein bisschen daneben gegriffen. Ja. Jetzt gehen wir mal hier rein. Ja, man kann wunderbar hier in dem augeren Innenwinkel schön damit arbeiten, auch hier. Im Nasenflügelbereich kommt man sehr gut hin. Ein toller Pinsel, muss ich sagen. Eine schöne Foundation. Die Foundation kostet im Übrigen, glaube ich, so um die 23 Euro. High Professional Content. Ja, interessant geschnitten, muss ich sagen, dieser Sponge. Hat hier auch so eine Schräge, um halt eben schön in die Konturen reinzukommen. Hat zwei flache Seiten und halt eben hinten das Ei. Und ich arbeite die Foundation jetzt einfach noch ein bisschen mit dem Sponge ein. Oh ja, man kommt hier sehr, sehr gut unteren Auge daran mit der abgeflachten Kante. Er fühlt sich leicht wie ein Schwamm an, was ich jetzt nicht so mag, muss ich sagen.
Ja. Hat eine gute Deckkraft. Ich würde sogar sagen, etwas mehr als Medium. Trotzdem sehr leicht auf der Haut. Ein tolles Tragegefühl. Leichter Glow. Gefällt mir gut. Ja. Der Color Corrector darunter sticht mir jetzt nicht so durch wie bei der, wenn ich die hier drauf habe von Trend Up, da sticht das dann doch mehr raus. Kann aber auch sein, dass ich natürlich mehr Produkt benutzt habe. Dann trage ich jetzt noch ein bisschen Concealer auf, und zwar der von Too Faced. Der Concealer, das ist der Multi-Use Sculpting Concealer in der Farbe Seashell. I love it. Dann nehmen wir mal diesen Beauty Sponge. Und das meine ich, mit der Kante kann man hier super arbeiten. Ja, meine Lieben, ihr glaubt gar nicht, was ich hinter mir habe. Seit Montag hatte ich irgendeine Entzündung in meinem Körper, und das hat meine Lippen so anschwellen lassen, dass ich am Dienstagabend in die Notaufnahme gehen musste. Und ich die ganze Woche Probleme hatte damit und Schmerzen, so dass ich einen Ärztemarathon durchlaufen musste. Gott sei Dank hatte ich ein Video vorgedreht, so dass ich am Dienstag einfach nur schneiden musste, was mir schon sehr, sehr schwer gefallen ist. Heute Sonntag, während ich das hier drehe. Und ich blende euch mal die Bilder hier ein, wie meine Lippen ausgesehen haben. Ja, was soll ich euch dazu sagen? Es war ein Desaster. Das war mörderisch. Ich hatte solche Schmerzen. Und immer noch, aber sehr, sehr minimal im Gegensatz zu dem, was ich dadurch leben musste. Ja, und so sahen meine Lippen aus. Nein, ich habe nichts einspritzen lassen, gar nichts. Sie sind einfach so angeschwollen. Das war wirklich krass, des Todes. Ich war geschockt und mein Umfeld auch. Gott sei Dank sind sie wieder auf Normalzustand zurückgegangen. Ja, das ist der Concealer. Creased fast gar nicht. Ich liebe diesen Concealer. Auch wenn manche diesen Concealer nicht mögen, I love them shit. Für mich der beste Concealer, den es überhaupt gibt. Und auch wenn er sehr, sehr coverage ist, man kann den so dosieren, dass der wirklich nur ganz leicht auf eurer Haut sitzt. Und man kann den super verblenden, und ihr seht, er snatcht super, einfach nur mega. Wie ein Filter. Ich setze das Ganze und bin gleich wieder zurück mit dem Wonder Melon, das ich schon zu Millionen Mal gesehen habe. Bis gleich. So, meine Lieben, ich habe gesettet und gebronzt, und davon habe ich natürlich wieder benutzt den Messauder Bronzer in der Farbe, oder in der nennt sich Bronzer Venus, in der Farbe Rich Mahogany. Kennt ihr auch schon mehr als zu Genüge.
Also ich muss sagen, diese Foundation macht ein wahnsinnig schönes, ebenmäßiges Hautbild. Gefällt mir richtig, richtig gut. Was mir hier nicht gefällt, ist der Ton der Foundation. Auf jeden Fall sieht es sehr, sehr schön, sehr ebenmäßig im Spiegel aus. Ich glaube, hier in der Kamera sieht man das auch sehr, sehr gut. Eine wahnsinnig tolle Foundation von Morphe, muss ich sagen. Ja, den Ton kann man auch noch gut bearbeiten, halt eben mit Overbronzing. Viel hilft viel. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit den Augenbrauen. Und da habe ich ja auch schon letztens gezeigt, hier dieser All-in-One Bob Brow Perfector von Catrice. Ja, wir nehmen das. Und ich brauche mal jetzt hier einen Spiegel, der näher dran ist. Ihr könnt alles sehen. Ja, der Urlaub rückt auch näher. Und ich muss noch ein paar Dinge erledigen. Vorzugsweise, nee. Aber ja. Ich müsste noch einmal nach Bonn fahren in die Botschaft, weil ich noch ein Dokument für die Reise benötige. Das ist geplant für den 3. Mai. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, was ich mitnehmen soll. Ich überlege auch, mir ein Video dazu zu machen, was kommt in meine Vacation Bag. Welche Paletten, welche Lippenstifte, was noch? Sind wir hier ein bisschen krass geworden? Ich mag keine Bushy Brows. Seid ihr so Bushy Brows? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich bin's nicht. So. Als nächstes Produkt würde ich sagen, nehmen wir jetzt die Lidschattenprimer von Trend It Up DM. Das ist der Super Grip Eyeshadow Primer, kommt in so einer giftgrünen Tube. Ja, so, und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, ob dieser Primer mir mehr Effekt gibt bei den Lidschatten oder ob ein bisschen Concealer absolut ausreichend ist. Ich glaube nämlich, ein bisschen Concealer ist absolut ausreichend. Aber ich wollte es unbedingt mal probieren. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel Produkt genommen. Es ist sehr jelly. Ja, ich habe viel zu viel Produkt genommen. Ich denke, das wird reichen an Menge. Hat minimalen Eigenduft. Gut, so viel dazu. Schauen wir mal wieder die Schatten mit dieser Eyeshadow Primer. Gucken wir, wie das Ganze jetzt matchen wird. Ich hatte schon mal eine probiert, die
hat mir das dann sehr zum Stocken gebracht und das hat mir gar nicht gefallen. Ich hoffe, das wird diese hier jetzt nicht tun. Und wir benutzen hier die Eyeshadow-Palette von Fenty Beauty, die Marke von Rihanna. Eine kleine Mini-Palette, sehr praktisch für die Handtasche, gerade fürs Reisen auch. Kommt in diesen schwarz-grau-brauntöne. Die Swatches habt ihr ja gesehen in dem Shopping Hall. Ja, wir haben hier zu jedem matten Shade auch einen Satin Finish bzw. Metallic Shade. Ich denke, das ist ein Metallic Shade, das ist kein Dewy Chrome. Wir schminken auf jeden Fall zwei verschiedene Augen, um hier die Palette besser inspizieren zu können. Kommt hier auch mit so einem kleinen schönen Spiegel. Und wie ihr seht, der Concealer creased nicht. Oder ganz minimal. Kann ich aber gut mitleben. Ich würde sagen, ich würde vorher einen Transition Shade aufbauen. Und ich nehme hier so einen Fluffy Pinsel von Luvia und nehme als Transition Shade diesen unteren hier, dieses graubraun, grün. Gibt schon mal schönes Pigment ab. Aber ja, ich muss sagen, es stockt ein bisschen beim Verblenden. Das nervt mich jetzt schon, deswegen mag ich das nicht so. Aber bei weitem nicht so krass wie das, was ich damals hatte. Also Pigment ist schon mal sehr, sehr gut. Gut pigmentiert. Kam mir jetzt bei den Swatches nicht so rüber, aber wie ihr seht, Swatches sind halt nicht immer aussagekräftig. Man sieht dann wirklich, ob ein Produkt gut ist und gut pigmentiert ist, wenn es aufs Lid kommt. Ja, und wie ihr sehen könnt, super. Warum mache ich das jetzt auf beiden Seiten? Naja, ist nicht schlimm. Ist nicht weiter schlimm. Wir haben hier eh Grautöne. Das passt auch zu dem anderen. So, jetzt nehme ich so einen flachen Pinsel, festgebundenen Pinsel. Ja. Von dem schwarzen Shade hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, ganz ehrlich gesagt. Gibt mir zu wenig Pigment ab für einen Black Shade. Ja, wird nicht intensiv schwarz. Könnte jetzt eine Kamera ein bisschen intenser wirken. Hier im Spiegel halt eben nicht. Ich muss es ein bisschen aufbauen. Okay. Ich würde sagen, wir verblenden das Ganze jetzt mal ein bisschen.
Lässt sich aber ganz gut ausblenden. Was mir gefällt bei dem Lidschatten ist, dass der dort bleibt, wo man ihn platziert. Also, und auch wenn man ihn verblendet, gibt es keine Staubwolke, die dann das Ganze so plakativ macht. Hat aber eine schöne Qualität. Von dem Schwarz hätte ich mir jetzt mehr Intensität erhofft, ist aber so mehr gräulich, Anthrazit, weil er eben nicht zu viel Pigment abgibt. Lässt sich aber gut verblenden, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich ganz gut. Und jetzt bin ich auf den Glittershade gespannt. Und da gebe ich mir noch ein bisschen Primer drauf. Wow, schimmert bläulich. Habe jetzt doch ein bisschen zu viel Produkt genommen. Oh wow, das ist wirklich. Und es schimmert wirklich tatsächlich bläulich. Und ich sehe aber auch einen leichten Fallout, aber ganz leicht, nur minimal. Und dafür ist der Primer doch super. Ich würde ihn jetzt, glaube ich, nicht mehr nehmen. Ich würde ihn jetzt, glaube ich, nicht mehr nehmen, um das ganze Auge zu primen. Ich würde ihn genau nur dafür nehmen. Seht ihr das? Wunderschön. Ja, schimmert sehr, sehr bläulich. Mag ich sehr. Ich liebe solche Looks. Das ist absolutely me. Und der Effekt könnte mehr glitzeriger sein. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Kann man schön abendlich mit zaubern. Absolut meins. Gefällt mir richtig gut. So, jetzt gehen wir in dieses Grau in der Mitte rein. Der scheint schon mehr Wumms zu haben. Ich nehme an, dass die beim Schwarzen nicht so viel Pigment geschaffen haben, damit man das besser einarbeiten kann. Aber es ist ja dann auch kein Black mehr so richtig, so mehr Anthrazit. Und das ist das, was ich so ein bisschen schade finde. Ja, der hat auf jeden Fall schon wesentlich mehr Pigment. Gar kein Grau, das ist so ein Olivgrün in diese Richtung.
Ich muss sagen, aber die Palette hat echt eine schöne Qualität. Ich blende es noch mal ein bisschen mit diesem Grau hier unten aus. Auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Gefällt mir richtig, richtig gut. So, und auch hier nehme ich ein bisschen Primer. Und gehe jetzt in diesen Shimmer-Shade rein, der so lila changiert. Das ist der hier. Die haben auch Namen. So ein Mauve-lilliger Ton, so ins Lila reingehend. Aber auch sehr, sehr schön. Also der Primer dazu gefällt mir ganz, ganz gut. Also nicht um das ganze Lid zu primen, sondern ich würde das wirklich nur benutzen für eben genau solche Dinge, um metallische Shades besser drauf zu bekommen und mehr Intensität zu verschaffen, weil das macht es schon, finde ich. Aber die Palette hat hier auch eine schöne Qualität. Auch eine sehr schöne Farbe, gefällt mir richtig gut. Geht so ins Aubergine ein bisschen rein. Nice. So, hier gebe ich mir noch ein bisschen Schwarz drunter. Und hier nehme ich dieses Oliv und Grau. Sehr schön. Ich blende es hier noch ein bisschen ausmoken. Was soll ich sagen? Also gefällt mir wirklich richtig gut. Eine tolle Qualität. Das Einzige, was ich bemängel, ist, der Schwarzton könnte für mich intenser sein. Der ist mir nicht intens genug. Der sieht für mich mehr aus wie ein Anthrazit, wie ein Black. Dieses gefällt mir sehr, sehr gut. Schönes Pigment. Man kann schnell arbeiten, man kann schnell verblenden. Man könnte das jetzt auch noch mehr ausblenden. Aber ich finde den Look jetzt gerade so sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, wir geben uns mal ein bisschen Eyeliner drauf. Das ist der von Glossier. Ein sehr, sehr, sehr schöner Eyeliner.
Also ich muss sagen, der metallische Shade ist wirklich wunderschön. Ich sehe es jetzt mal hier richtig aus der Nähe. Und mit dem Eyeliner kann man halt super schön präzise arbeiten. Sehr toller Eyeliner, gefällt mir richtig gut. Ja, und der Primer. Also für diese Zwecke, für metallische Shades, absolut, absolute Empfehlung. Aber jetzt für das ganze Lid würde ich es machen. Bei Produkten, die sehr stauben und es dann vielleicht noch plakativer machen, ja. Weil ich denke, das hält das Produkt auch genau da, wo es halten soll. Und es soll nicht hier einmal so eine Farbexplosion sein. Es sitzt alles da, wo es sein soll. Toll, sieht super aus, gefällt mir, mega. So, jetzt kommen wir zum nächsten Produkt, auch von Trended Up. Das ist der Kajalstift. Contour and Glide Kajal nennt er sich, in der Farbe Schwarz. Kommt mit so einer mechanischen Spitze, den gebe ich mir jetzt in die Wasserlinie. Und auch auf der Wasserlinie. Habe ich auch schon im Vorfeld getestet. Sehr, sehr gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und der verursacht auch keine drehenden Augen wie andere Kajalstifte. Gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist genau mein Ding. Das ist mein, absolut meins. Ich liebe dunkel geschminkte Augen und helle Lippen. I love it. Ja, als nächstes Produkt haben wir nochmal den Glide and Slide Lip Liner. Ich glaube, wir nennen es jetzt nur Glide Lip Liner. Ich habe ja noch den hier. Der ist mir allerdings ein bisschen zu dunkel und zu rötlich. Ich habe mir jetzt nochmal so einen bräunlichen geholt. Ja, ich würde sagen, es ist eher so ein Haselnusston. Und wie ihr seht, gleitet der genauso wie der andere auch. Also super. Ja, und für die Lippe, tada, dieses mega Packaging. Und zwar von Jeffree Star aus der Bloodline-Palette. Bloodline, ja, aus der Bloodline. The Gloss. In diesem wunderschönen Peach. Ja, wie ihr wisst, Jeffree Star super umstritten. Bin ich auch kein Fan von, aber die Farbe hat mir so gut gefallen, dass ich den geordert habe. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum. Es ist ein Peach Lip Gloss. Hat aber Goldpigmente mit drin. So, man kann sagen, was man will. Aber dieser Lipgloss ist
mein Favorite, diese Farbe. I love it. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ist nicht klebrig, nicht plumpy, sitzt super auf der Haut, man merkt die Quality. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hat eine tolle Konsistenz, schönes Tragegefühl und die Farbe ist einfach nur ein Traum. Einen schönen Sheen, ne? So, meine Lieben, und jetzt kommen wir zur Mascara. Und hier habe ich die Mascara von Catrice. Das ist die Glam and Doll. Die Glam and Doll False Lashes in Waterproof. Schaut euch mal diese Farbe an. Matched. Ja, und das soll eine Mascara sein, die der Chanel Foundation sehr, sehr ähnlich sein soll. Die blende ich euch hier mal ein. Kommt in so einem Bürstchen. Mit so einer Krümmung, wie so ein Halbmond. Könnt ihr es sehen? Ja, ich würde sagen, wir testen diese mal aus. Ich brauche doch nochmal einen Spiegel, der näher dran ist. Ganz ehrlich, gibt mir jetzt nicht den Vibe. Also ich weiß nicht. Also für eine Doll False Lashes Mascara gibt die mir einfach viel zu wenig Volumen. Gefällt mir leider gar nicht. Kommt für euch in die Goodie Bag. Ja, kann ich leider keine Empfehlung für aussprechen. Ich greife hier wieder zu der Panorama Mascara von L'Oreal. Die hat mir wesentlich besser gefallen. Ja, und hier sieht man auch direkt einen Unterschied, ne? Gefällt mir auf jeden Fall wesentlich besser. Also das hat mir jetzt gar nicht zugesagt von Catrice. Und wenn die Chanel genauso sein sollte, dann ist sie ihr Geld nicht wert, finde ich. Sorry, but not sorry. Aber ich kenne die Chanel Mascara nicht.
Ja, meine Lieben, und das sind die Looks. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie findet ihr das? Also, mir gefällt es richtig, richtig gut. Ich würde sagen, ich mache noch mal ein bisschen meine Haare und bin gleich wieder zurück. So, meine Lieben, da bin ich auch wieder zurück mit ein bisschen gemachten Haaren. Ja, ich stelle euch mal ein bisschen zurück, damit ihr den Look auch von der Ferne ein bisschen betrachten könnt. Was wir noch ein bisschen brauchen, ist Setting Mist von Morphe, passend zur Foundation. Das ist die Jumbo Continuous Prep and Set Mist. Lieben wir. So, zum Fazit stelle ich euch ein wenig zurück. Ja, meine Lieben, gerade konnte ich wieder im Spiegel sehen, dass der Ton jetzt nicht wirklich passt. Der ist viel zu gelblich. Ja, müsste man vielleicht noch mehr mit Bronzer oder Contour arbeiten. Dann könnte man das vielleicht noch irgendwie hinkriegen. Ansonsten eine sehr, sehr, sehr schöne Falla. High Quality Content. Ja, wir nehmen sie mal so. Das ist die hier von Morphe. Ja, eine sehr schöne Foundation. Gefällt mir sehr gut vom Tragegefühl. Ist nicht sticky, ist nicht cakey. Macht ein schönes Hautbild, schön ebenmäßig. Durch die Puderprodukte ist so dieser leichte Glow jetzt leider weg. Aber an sich ein schönes Finish, gefällt mir ganz gut. Eine tolle Foundation. Der Pinsel dazu finde ich auch mega, mega. Der Sponge gefällt mir von den Kanten her. Der ist gut gemacht. Allerdings vom Material her nicht. Der ist mir zu swammy. Ja. Geht so. Der Primer, der Eyeshadow Primer von Trend It Up, finde ich super. Hat eine schöne Arbeit geleistet. Gerade für die Glitter Shades, mega. Von mir absolute Empfehlung, kann man machen. Die Palette von, jetzt hätte ich schon was gesagt, Huda Beauty, aber es ist Fenty Beauty. Ja, gefällt mir auch richtig, richtig gut. Der einzigste Punkt, den ich bemängeln muss, ist der Black Shade. Der ist mir leider nicht gut pigmentiert. Aber man kann hier super schöne Looks zaubern, wie ihr sehen könnt. Die Farben gefallen mir ansonsten mega. Das ist genau meins. Von mir eine absolute Empfehlung. Schaut bei TK Maxx vorbei. Vielleicht findet ihr es ja noch. Ab und zu kommt noch mal was im Restock. Genau. Der Color Corrector kann man machen. Gibt es aber im Besser. Ja. Ansonsten jetzt nicht, dass ich es nicht empfehlen könnte. Hat gut corrected. Aber als Concealer würde ich den hier nicht benutzen. Nein. Würde ich mir davon ein Backup holen? Ich glaube eher nein. Oder vielleicht für den Sommer, wenn ich weniger tragen möchte. Der Lipgloss The Gloss ist auch ein The Gloss von Jeffree Star, muss man leider so sagen. Ein wunderschönes Peach. Für den Sommer perfekt, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen für einige Looks. Könnte mein Favorite werden. Der Kajal von Trend It Up, super brennt nicht in den Augen, bringt meine Augen nicht zum Drehen. Kann man super einsetzen, tolle Looks kreieren. Ich liebe Kajal, von daher absolute Empfehlung. Und der Sliding Glide in der anderen Farbe, wisst ihr, auch eine absolute Empfehlung. Für mich funktioniert der Bombe. Ja, haben wir noch was? Die Mascara von Catrice. Tut mir leid, ich weiß nicht, was das sein soll. Und der Vergleich mit Chanel. Wenn Chanel das drauf hat mit
seiner Mascara, dann finde ich es unnötig und schade fürs Geld. Hat mir persönlich gar nicht gefallen. Kommt für euch eine Goodie Bag. Und ja, einziges Produkt, was jetzt nicht so gut gepasst hat, alles andere war eigentlich soweit super. Der Look gefällt mir richtig, richtig gut, hat einen schönen Ausdruck, eine schöne Ausstrahlung. Einen schönen Abendlook. Ich glaube, das kommt mit in the vacation. Meine Lieben, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr diesen Look findet und wie ihr die Produkte findet, ob ihr sie bereits schon das eine oder andere davon kennt. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr so nicht getan habt. Das würde mich mega supporten. Support ist kein Mord. Und aktiviert das Glöckchen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, eure Gina Juicy. Bye!